herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauer. Vorrecht-Konferenz 2022, Teil 3. Wir starten jetzt in den dritten Block, in dem wir uns gesagt haben, welche Rechtsthemen haben welche Anwendungspraktiken oder wo werden sie angewendet für Immobilieninvestoren. Den ersten Referenten in diesem Block heute Nachmittag, das ist Robert Kramer, den ich sehr herzlich begrüßen möchte. Robert Kramer wird uns zugeschaltet hierher ins Studio. Er ist Rechtsanwalt und Partner bei GSK Stockmann, seit 2011 dort im Unternehmen in dieser Position tätig. Berät bereits seit über 20 Jahren Mandanten im Umfeld geschlossener Fonds, insbesondere bei der Strukturierung und Prospektierung von geschlossenen Publikums- und Spezial-AIF. Sein Fachgebiet ist das Bankenaufsichtsrecht und der Bereich der Projekt- und Mezzaninfinanzierung. Mit diesem Spezialgebiet hatten wir uns überlegt und mit ihm verabredet, da freue ich mich sehr darüber, weil Debtfonds sind ja, wir haben ja letztes Jahr auf der Fondsforum-Plattform auch debtfonds.com gegründet und ja auch schon durchgeführt mit einem riesen Zulauf, weil Debt logischerweise in aller Munde ist. Wir können heute nochmal auf seine Expertise zugreifen. Deshalb freue ich mich, dass er vorträgt zum Thema Projektentwicklungskapital von Debtfonds institutioneller Investoren. Und damit übergebe ich das Wort an Sie, lieber Herr Kramer, und freue mich, dass Sie wieder, Sie sind ja schon seit Anfang an auch in dieser Kette sozusagen dieses Formats hier mit dabei, und übergebe Ihnen das Wort und freue mich, dass Sie sich wieder mit einklinken. Vielen Dank, Herr Strumpf. Vielleicht geben Sie mir ganz kurz ein Signal, ob Sie mich hören können, weil ich habe vorher noch keine. Passt wunderbar, Sie hören mich, alles gut. Also ganz herzlichen Dank, dass ich auch in diesem Jahr wieder dabei sein darf. Vielen Dank für die Einleitung, Herr Strumpf. Noch schöner wäre es, wenn wir uns dann bei der nächsten Fondsrechtskonferenz wieder alle live sehen. Ich merke doch, dass das deutlich mehr Freude macht. Ich kann jetzt sozusagen aus dem Zuschauerraum ja da nicht einfach hineinblicken und Ihr Feedback bekommen. Das finde ich immer nicht so ganz optimal. Trotzdem ist es schön, dass wir die Konferenz trotzdem durchführen können. Ja, Sie haben schon angekündigt, Projektentwicklungskapital von Debtfonds institutioneller Investoren ist das Thema heute für diesen kurzen Vortrag. Worum geht es? Es geht genau um das Thema, dass wir nochmal ein wenig durchleuchten wollen, wie sich im Grunde genommen in Deutschland das Thema der Debtfonds entwickelt hat und wie das dann jetzt in der Praxis tatsächlich als Finanzierungsinstrument im Bereich des Mezzaninkapitals und da insbesondere auch so jedenfalls mein Schwerpunkt dort im Bereich der Immobilienprojektentwicklung darstellt. Jetzt muss ich hier das mal eben weiterklicken, aber das ist mir gesagt worden, dass das geht. Das funktioniert hoffentlich auch. Doch, das funktioniert. Wunderbar. Darüber sprechen wir heute. Ich wollte erstmal noch mal kurz aufzeigen, wo befinden wir uns eigentlich beim Thema Mezzaninfinanzierung in der Projektentwicklung.